So, herzlich willkommen zu Merchant C4 und der Stuttgart-Modifikation in einem neuen Video. Und lang nicht mal gezeigt, die Modifikation, ne? Ist doch eine ganze Weile her, dass ich hier das letzte Video zugemacht habe. Ich habe jetzt schon hier einen Einsatz auf, da müsste ich mich mal ein bisschen beeilen, weil mir eine bewusstlose Person. Da bräuchte ich mal ein RTB und dann nehme ich den. Der Rettungswache 8, macht das Sinn? Ich würde jetzt tatsächlich Rettungswache 8 nehmen, wo ist die denn? Da, und dann nehmen wir die Rettungswache 8 mit einem RTW und dann haben wir direkt den nächsten Einsatz, und zwar einen Großbrand. Oh fuck, ist das die Schule? Okay, wir schauen mal. Also wir haben jetzt hier wirklich erstmal große Scheiße auf Sicht und alarmieren dazu erstmal die BF2, und zwar den kompletten Löschzug, sowie einen Löschzug der... Wache... Hier vielleicht noch, oder Wache 3 eher, glaube ich. Und dann möchte ich ganz gerne noch die Freiwillige Feuerwehr mit TLF, HLF und LFKS mit dazu haben. Und natürlich dann auch dementsprechend Polizei. Ah, das ist das Finanzamt. Okay, interessant. So, dann kriegen wir hier erstmal einen Löschzug. Ich habe mir, wie gesagt, extra die Freiwillige noch mit dazu geholt. Vielleicht sollte ich über einen Brandschutz-RTW mal nachdenken hier. Den würde ich jetzt direkt mal mit dazu nehmen. Und zwar von der Wache, Wache 2 und auch Wache 6 kommen mir bitte jeweils ein RTW. Dort fährt schon der erste KDOW. Ihr könnt euch direkt mit Atemschutz ausrüsten, genauso wie ihr. Und dann schauen wir mal, das Feuer breitet sich natürlich schon ganz gut aus hier. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, von hinten werde ich schlecht rankommen. Deswegen hätte ich ganz gern vielleicht ein HLF. Kannst direkt mal hier rüberfahren. Dann hätte ich gern ein HLF direkt vor das Gebäude. Beziehungsweise relativ, ja doch, ein HLF direkt hier so hin. Die Drehleiter dann vielleicht auch, dass wir die hier so reinfahren lassen. Schauen wir mal, jetzt muss ich erstmal klarkommen, ne? Ja. Du kannst mir die Wasserversorgung aufbauen. Und zwar über diesen, ja, über diesen Hydranten dort. Ich muss erst wieder klarkommen, ich habe absolut null Ahnung, wie das auch funktioniert. Ich habe die echt lange nicht mehr gespielt, die Mod. So, die Drehleiter. Gut, ich möchte die aber auch nicht da reinfahren lassen, weil ich glaube, das könnte ein bisschen heiß werden. Deshalb stellen wir die Drehleiter erstmal hier hin. Das zweite HLF hier so direkt hin. Hier bleibt erstmal in Bereitschaft. So, dann möchte ich, dass du mir einen... Muss ich das mal gucken, ne? Wie man ja den Verteiler genau setzt. Du kannst schon mal die Umgebung ein bisschen so erkunden. Da ist der Brandschutz-RTW. Den hätte ich ganz gern erstmal hier vorne. Da kommt das TLF. Das kann sich auch erstmal hier an die Seite stellen. Da kommt das LFKS. Ich muss erstmal mit den Kräften arbeiten, die ich hier zur Verfügung habe. Kann ich? Legt er da einen Verteiler? Ah ja, perfekt. Okay, dann machen wir das so. Und dann geht ihr mir bitte alle schon mal hier an diesen Verteiler. Ich muss erstmal wieder echt klarkommen, ne? So, dann hätte ich ganz gerne... Ah, hier ist Kacke, ne? Hier ist ein bisschen doof. Dann stellen wir ein Fahrzeug hier drüben direkt hin. Den zweiten RTW, der kann hier so ein bisschen an die Seite. Zwischendurch müsste ich mal ganz kurz zumindest die Person so ein bisschen anbehandeln hier. Kurz die Stimme weg gewesen. Verzeihung. Genau. Und dann gucken wir, dass wir hier zumindest so weit durchkommen. Das Ding ist, komme ich irgendwie auch noch von der anderen Seite ran? Könnte sicherlich hier so reinfahren.
Aber habe ich denn da irgendwo hydrantentechnisch was zur Verfügung? Sieht nämlich nicht so aus, dass hier irgendwo ein Hydrant ist. Ich könnte tatsächlich von hier aus ranfahren. Dann hätte ich ganz gerne, dass mir der Löschzug hier der Löschzug der Wache 12, der kann erstmal hinter das Gebäude hier fahren. Und dann probieren wir, ob wir von dort was ausrichten können. So, dann würde ich auch tatsächlich jetzt hier mit der Drehleiter arbeiten. Du kannst dich mit PA ausrüsten, du kannst mir die... kannst mir die Leiter einmal aufbauen, dann ihr. Du bist Maschinist, ne? Wo haben wir denn, genau, Wasserversorgung einmal aufbauen, zack. Du holst direkt mal dir einen Schlauch. Du gehst in die Leiter. War hier zu schnell? Ah, muss ich die... Ah, okay, so muss ich das. Okay. Ich verstehe, ich habe einen Fehler gemacht. Da kannst du trotzdem schon mal reingehen. Und dann kannst du eigentlich, beziehungsweise ihr, könntest schon mal mit PA ausrüsten. Wie sieht's aus mit einem Hydranten hier? Der sieht schon wieder eng aus, ne? Gut, ich könnte zur Not hier mit rangehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu weit ist. So, hier wird fleißig mitgelöscht. Dann müsste ich vielleicht jetzt hier mal anfangen zu arbeiten. Dazu stelle ich das TLF-Mannstückchen zurück. Das LF-Cut-S, oder das wesentlich ordentlich Personal drauf. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Dann hätte ich hier ganz gerne... hallo? 3 PA-Träger. Dann hätte ich ganz gerne, dass mir der Maschinist hierüber eine Wasserversorgung aufbaut und du kannst schon mal hier einen Verteiler reinlegen. Gut, das ist jetzt eh nur Vegetation, die ja brennt. Das ist grundsätzlich nicht ganz so tragisch. Ich habe jetzt Angst, dass ich da reinrenne. Vielleicht hätte ich das lieber in den PA-Träger machen sollen. Nee, geht. So, dann kommst du direkt wieder zurück. Ihr rüstet euch bitte direkt mit entsprechendem Material aus. Und dann sollten wir das auch hinbekommen. So, vielleicht kann ich das TLF hier zum Schutz der Fahrzeuge hinstellen. Wo rennt ihr denn jetzt lang? Euer Ernst? Ihr sollt hier an diesen Verteiler ran. Habe ich den echt zu nah da hingelegt? So, dann geht er mal hier ran. Ach, guck mal einer an, es geht. Nein, ach, Schmutz. Okay, wie sieht's jetzt hier aus? Das Feuer kann sich zumindest erstmal nicht weiter ausbreiten. So, der aktuelle Stand. Dich hätte ich ganz gerne noch mit hier hinten. Ich habe halt Angst, dass es auf dieses Gebäude übergreift. Da vielleicht mal noch ein HLF mit hin. Ich habe gar keins mehr, oder? Na gut, ich habe schon noch. Also nutze ich halt. Pass auf, machen wir das so. Du. Steigen hier das Fahrzeug ein. Du gehst dann hier mit dazu und ihr fahrt mal bitte hier so rein. So. Pass auf, ich probiere das. Ich würde das TLF jetzt hier erstmal stehen lassen. Lass den Maschinist aussteigen. Und werde den dann direkt mal die Wasserversorgung aufbauen lassen. Weil da muss ich ja auch tatsächlich von hier vorne nehmen, ne? Nützt ja nichts. So.
Willst du dann endlich hier anschließen? Ja, perfekt. Okay, dann hätten wir das schon mal. So, steht das HLF? Ja, es steht. Dann kann mir der Maschinist einmal die Wasserversorgung aufbauen von hier. Zack, wir machen einmal diesen hier, legen uns den Verteiler hier relativ weit rein. Ah, das hat sich beachtet, krieg ich den Zaun weg. Das habe ich natürlich nicht beachtet. Okay, dann machen wir das anders. Dann legen wir jetzt hier einfach den Verteiler hin. Was natürlich eine ganz coole Sache bei diesem System ist, wenn der Maschinist sich um die Wasserversorgung kümmert. Er kann den Schlauch verlängern, ne? Guck mal hier. Das passt schon soweit. Hier einmal verlängert, hier verlängert. Das ist eigentlich schon ganz okay. So, dann würde ich jetzt hier noch einmal nennen. Den Verteiler ablegen. So, dann das ist das Feuer soweit, denke ich mal, ganz gut unter Kontrolle. Wir können hier die Person schon mal aufnehmen. So, und dann sieht auch das gar nicht so verkehrt aus. Gut, hier die Baumstümpfe, das ist echt unrelevant, das kann ruhig brennen. Auch hier die Vegetation, es macht jetzt einfach keinen Sinn, wenn ich da unendlich aufbaue. Das wäre jetzt soweit erstmal relativ sinnlos. Hier kann man echt nur... Bitte? Der Patient ist... Ist nicht transportfähig? Warum nicht? Ah, okay. Ich brauche also ein NEF hier. Das nehme ich von der... Von wo nehme ich denn das? Von das NEF 3? So, dann würde ich jetzt tatsächlich auch alles, was ich jetzt an der Einsatzstelle erstmal nicht brauche, soweit nach Hause schicken. Wir könnten vielleicht uns hier auch mal ein bisschen um den Verkehr kümmern. Denn das staut ja doch ganz schön. Verkehr umleiten. Ach nee, das... Ah nee, das möchte ich nicht. Ich glaube, ich stoppe nur den Verkehr. Denn ich glaube, das hat immer ein bisschen rumgebackt, das Umleiten. So, auch hier, gut, hier haben wir den Verkehr schon gestoppt. Ja, da bin ich, ich kann auch ein RTW nach Hause schicken, es reicht ein Brandschutz-RTW. Das sollte durchaus machbar sein. Wir können auch ein bisschen vorspulen vielleicht. Kriegen wir das Feuer dann etwas schneller unter Kontrolle? Auf den Weg. Das Gebäude an sich ist aus. Es ist jetzt nur noch die Vegetation, die brennt. Oh, der Monitor, der hat Bock, ne? Schon krass. Wie gesagt, hier dahinter komme ich sowieso nicht. Ich wüsste nicht, wie ich den Zaun jetzt hier wegmachen kann. Deshalb würde ich sagen, können wir diese Zahl schon mal zusammenbauen. Das wird jetzt einfach nicht benötigt. Du kannst dann schon mal deine Wasserversorgung abbauen, so rum. Und ihr dürft dann einrücken. Oh nein, genau das habe ich gehasst in Stuttgart, diesen Filter, ja. Es ist ja so schlimm. Ich weiß aber nicht, ob man das irgendwie ausstellen kann. Ich habe da schon ein paar findige Modder gefragt, aber... Leider habe ich da noch keine Lösung für gefunden. Ich weiß, dass das eigentlich vielleicht sogar relativ einfach ist, das Ausstellen dieses Filters. Also mir geht es nicht darum, dass es regnet, aber ihr seht ja diesen Grauschleier, wenn ich mich gerade so hin und her bewege. Das sieht einfach nicht cool aus. Ich finde, das sieht widerlich aus.
Das war auch so damals so ein großer Kritikpunkt. Das ist eine super Modifikation, die auch durch den vielen Umfang, den sie hat, diesen detailreichen Umfang, unglaublich Spaß macht. Aber das hat es damals für mich tatsächlich echt zerstört, so ein bisschen. Leider. Aber gut, so ist das. Dann würde ich auch dieses HLF schon mal nach Hause schicken. Das wird jetzt erstmal nicht benötigt. Die Leiter lassen wir vor Ort mal noch stehen. Hier, das lasse ich vorsichtshalber mal noch aufgebaut. Man weiß ja nie. Na, wobei, nee, das kann ich abbauen. Das ist Quatsch. Ihr dürft abbauen. Ihr dürft abbauen. Hier darf abgebaut werden. Magst du vielleicht? Hallo? Magst du vielleicht? Ah ja, perfekt. Oh, wir haben einen neuen Einsatz bekommen. Ein Hausunfall. Dann bauen wir jetzt hier noch in Ruhe ab, würde ich sagen. Den Hausunfall kümmern wir uns in der... Hausunfall? Ist das ein Hausunfall? Sehr interessant, okay. Dann schicke ich jetzt hier erstmal einen RTB hin vom Rettungsdienst. Von der Rettungswache... Rettungswache 2. Ne, Wache 2 ist schon raus, Verzeihung. Rettungswache 6. Wir gucken, was hier ansteht. Die Person... Ist jetzt, denke ich mal, transportfähig. Ich sehe das irgendwie nicht, ne? Bin ich blöd? Ich weiß gar nicht, ob der Notarzt hier begleitend mitfahren muss bei der Mod. Bin ich mir jetzt echt nicht sicher. So, dann kann der Maschinist die Einspeisung abbauen. Der... Kann die BMR zurückstellen. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und dann können wir eigentlich soweit einrücken, ne? So, hier der RTW schon weg. Was haben wir jetzt? Wohnungsbrand. Ja, jetzt sofort? Digga. Einmal Folgeeinsatz oder was? Okay, pass auf, dann stellen wir kurz das HLF hier hin. Dann brauchen wir ja nicht einrücken. In welchem Fahrzeug seid ihr? HLFP 246. Ach, da steht hier noch rum, ne? Ich schicke die zwei jetzt kurz heim, aber ich alarmiere die gleich wieder. Mir geht es jetzt erstmal nur drum, primär, dass wir... das ordentlich zusammenbauen lassen. Ich lege jetzt hier direkt einen Verteiler hin. Und alarmiere jetzt direkt... Das ist doch das HLFA. Na, das ist 346. Da alarmiere ich jetzt mir direkt... Kann ich das gar nicht so alarmieren? Doch, ne? Hier, so geht das, okay. Wache 2 bei der HLFs Plus. Na gut, jetzt habe ich das jetzt natürlich ein bisschen verkackt, ne? Aber gut, ist halt so. So, dann hätte ich ganz gerne, dass ihr mir nochmal aufbaut. Du rüstest dich nochmal mit PA auf. Ist das ja? Ach so, okay. Gut, dann lasse ich das HLF mal hier vorziehen. Meine Güte, ganz schön Stress, ja, ne? Dann kannst du direkt hier ran. Du holst dir bitte auch nochmal den. Bleibt das jetzt für immer da? Jetzt einen Bug verursacht? Das wollte ich natürlich nicht. Pass auf, das HLF stelle ich mal kurz hier so hin. Ist glücklicherweise jetzt hier kein Open House.
Deshalb sollte das relativ fix gehen. Ich glaube auch nicht, dass ich dafür die Drehleiter brauche. Die habe ich zwar jetzt mit alarmiert, aber mehr eigentlich nur so als reine Vorsichtsmaßnahme. Wir haben hier eine bewusstlose Person, die mir nicht angezeigt wird. Das ist ja auch ganz witzig. Auch da wieder meine Fresse, ne, hier. Die Wache 6 heute relativ stark frequentiert, was Rettungsdienst angeht. Krass. Was macht das Feuer? Das Feuer ist nämlich schon aus. Das dachte ich mir doch glatt, dann könnt ihr eigentlich alle wieder eindrücken. Zack. Zack, dann war es jetzt noch Glück, dass das 3er HLF noch dort war. Aber dann können wir jetzt hier erstmal soweit zusammenbauen. So, das hätten wir. Oh, hier muss ich natürlich auch noch zusammenbauen. Kannte ich eigentlich... Ah nein, okay, ich muss das wirklich manuell abbauen. Kann ja sein, dass es automatisch geht. Da hätte die Faulheit jetzt wieder reingekickt, aber nein, ist okay. Das ist schon eine sehr, sehr angenehme Sache, dass man die Wasserversorgung grundsätzlich nicht selber aufbauen muss. Wo? Der ist der ATW weg. Kann der jetzt so fahren? Ah nein, okay. Also der Notarzt muss begleitend hier mitfahren. Das ist ja interessant. Er fährt jetzt. Das NF fährt auch. Dann, was ist hier? Sind eine verletzte Person? Ah nein, das ist, glaube ich, das, ja, gut, das ist, glaube ich, ein Bug, den ich jetzt selber verursacht habe, diesen, ja, Anfahrtspunkt vom HLF. Gut, kann ja mal passieren. Wohnungsbrand ist erledigt, das ist in Arbeit zumindest schon mal, wenn es nicht schon wieder zu lange gedauert hat und ich einen NF brauche. Aber nee, das sieht ganz gut aus eigentlich so an sich. Zack, dann gehen wir schon mal mit... Trage denn und jetzt guck doch mal, ne? Jetzt ist das Sturm oder der Regen vorbei und wie viel schöner die Mod dadurch aussieht. Also dieser Filter ist ganz, ganz schlimm. Ich habe nichts gegen Regen, aber das ist in anderen Modifikationen irgendwie ein bisschen besser dargestellt. Tatsächlich. Eine Schnittverletzung. Das ist tatsächlich mal ein häuslicher Unfall. Zumindest sieht so aus. Da schicken wir den Rettungsdienst der Rettungswache 1 hin mit einem RTB. Und wir kümmern uns jetzt hier direkt um die bewusstlose Person. Oder auch nicht. Hier brauche ich dann tatsächlich... Oh, cool, dass ich hier gar keinen Einsatz mehr aufhabe. Mensch, das ist ja interessant. Dort wird ein NEF benötigt. Welches NEF ist dann frei? Das 3NEF1 wäre frei. Was gibt's? Wo sehe ich denn bitte hier? Ach hier, ne? Ganz, ganz leicht. Ja. So, Person haben wir aufgenommen. Pack mal in den RTB. Ciao. Dann hätten wir das. Wir kümmern uns darum. Wir kümmern uns um die Schnittverletzung. Ist auch schon auf Anfahrt. Komm, wir spulen ein bisschen vor, dann dauert das vielleicht nicht so lange. Und ich würde auch sagen, ich nehme das jetzt hier als die letzten Einsätze. Oder ich brauche noch eine Türnotöffnung. Das kann natürlich passieren. Ist jetzt hier dieses Haus? Ja. Ne, brauche ich nicht. Tatsächlich geht ohne. Kann doch nicht sein, dass ich jetzt auch hier wieder ein NEF brauche. Meine Güte. Ja, da kommt wieder ein NEF der Wache 1 zum Tragen. Hier warte ich noch auf ein NEF. Kommt das irgendwann?
Danistischer Notfall. Meine Güte, eigentlich wollte ich jetzt hier schon wieder gleich einen Cut machen. Aber ich möchte natürlich wenigstens die Einsätze, die noch offen sind, abarbeiten. Kann es sein, dass hier der... das NEF doch nicht so einsatzbereit war, wie ich gedacht hatte? Wo es alarmiert ist, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Wache 5, wo ist Wache 5? Bin ich blind? Rettungswache 2. Ah, hier, BF, nee, das ist BF5. Hä? Zur Frage, ich alarmiere jetzt einfach mal noch ein NEF. Ah nein, alarmiere ich doch nicht, da kommt es. Das dürfte. Ach nee, das ist das 1er. Sehr kurios schon wieder. Was ist denn hier los? Wo ist denn bitte mein NEF? Pass auf, ich alarmiere jetzt einfach mal das NEF der Wache 5 doch nochmal nach. Und dann gucken wir uns ganz kurz, was hier los ist. Lustig, ich kann den Einsatzort nicht mehr wählen. Habe ich es kaputt gemacht? Okay, wir haben jetzt hier erstmal, pass auf, ich arbeite jetzt erstmal einen Einsatz ab, meine Fasse. Bin schon wieder leicht verwirrt. Warum? Warum macht er das nicht so, wie ich es möchte? Ja, Zugmaschine, muss man ganz kurz warten. Ist auch eine kleine Zugmaschine, ne? So von der Skalierung her. Das ist jetzt das 6 NEF. Das müsst ihr jetzt hier runterfahren, richtig? Kann leider... Ach, ja, okay. Ich kann den Einsatzort nicht wählen, weil hier keiner drauf fahren kann. Gut, das macht Sinn. Dann lassen wir hier die Rettungswache 1 komplett fahren. Ich lasse das 5er NEF direkt hier hochhämmern. Wo willst du denn? Du sollst hier runterfahren. Sehr witzig. Gut, jetzt wäre es, glaube ich, andersrum sinnvoller gewesen. Dass ich das 5er NEF bzw. 6er NEF jetzt hier hochgeschickt hätte, hierhin und das andere runter. Aber gut, jetzt ist es so, wie es ist. Ist auch sehr geil, der Porsche hier, ne? Was ich Porsche Cayenne oder was das ist, glaube ich, ne? Im Rettungsdienst ist auch mal sehr geil. Und das gab es hier wohl wirklich so. So, ihr könnt eigentlich dann fahren. Warum fahrt ihr nicht? Jetzt fahrt ihr. Perfekt, klappt auch. So, die Person ist dann auch schon fast transportfähig. Auf dem Weg. Was bin unterwegs? Auf dem Weg. Höre. Auf dem Weg. Dann nehmen wir jetzt hier noch die Person auf. Na. Einmal bitte da zusteigen. Fahren Richtung Krankenhaus. Und haben somit unsere Einsätze abgearbeitet. Wunderbar. Das gefällt mir doch sehr. Und dann würde ich auch an dieser Stelle sagen, wir beenden das Video. Wir sind bei 29 Minuten, fast 30. Genau das, oder genau so, wie ich es immer ganz gerne hätte. Ich hoffe, es hat euch an dieser Stelle gefallen. Ich fand Stuttgart mal wieder ganz interessant. Wir hatten ja eine ganze Weile Pause. Möchte fast meinen, dass ich das zum letzten Mal Anfang des Jahres gespielt habe.
Bilde ich mir ein, ich glaube, die Mod ist schon wirklich letztes Jahr rausgekommen, ne? Das war so die Zeit, wo 100 Mods auf einmal gekommen sind. Ja, egal. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich fand die Mod mal wieder sehr erfrischend und ja, dann hoffe ich, dass ihr gesund bleibt und ich hoffe natürlich, dass wir uns in einem meiner nächsten Videostreams was auch mal wiedersehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.